Hey Leute, willkommen zurück zum Megaprojekt. Herzlich willkommen! Und hinten dran hört man auch noch meine Freundin, die gerade zufällig noch hier ist. Connect to Megaprojekt, los geht's. Im letzten Part waren wir hier und was für eine Werfer hat da so viel Kühe? Waren wir hier und haben ordentlich angefangen aufzuräumen. Und genau hier werden wir jetzt auch weitermachen. Das sieht schon irgendwie ganz anders aus. Du warst ja im Stream dabei. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck, 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 guck. Hier, so sah es im Stream am Schluss Wow. aus und inzwischen habe ich hier noch Kisten und Tresore und so voll. Sieht total aufgeräumt aus. Noch nicht. Noch ist hier voll das Chaos. Aber um die Ordnung, um dieses Aufräumen, dieses komische etwas Aufräumen da, kümmern wir uns heute. Boah, so viel Cobblestone. Ich würde sagen, Cobblestone als unwichtigstes Material kommt ganz hinten hin. Das ist ein bisschen. Ja, man könnte sagen, gibt es nicht irgend so einen Trick, um irgendwie alles aus dem. Da gibt's was von Dinge-Items, ne? Open, more options. Sort, Chest Buttons. Es gibt irgendwas. Wenn ich das finde, kann ich es anmachen. Shortcuts. Genau. Move one stack, move all item left. Control, left, shift plus click. Also machen wir die mal an. Gucken mal, ob das funktioniert. Ja, und jetzt? Yeah! So können wir arbeiten. Zack. Aber zurück geht's nicht, oder was? Komm, das musst du auch zurückgehen. Fragezeichen. Move. Move everything? Nee. Move to. Doch, das müsste doch eigentlich auch funktionieren. Das wieder zurückzubekommen, oder? Hoffen wir es einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust, das von Hand. Also ich shift. Nö, zurück funktioniert das irgendwie nicht. Schade. Na, okay. Klicken wir eben fünfmal statt einmal. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Aber das man immerhin so, das ist schon mal ziemlich cool. Wo ist denn meine Durcherkunderwundtruhe? Die brauchen wir gerade mal. Da hole ich jetzt nämlich schnell mal den Rest rein, damit mein Inventar mehr Platz hat. Boah, diese ganzen Cobblestone-Truhen, das ist schon krass. Bah, ist das cool. Einfach einmal geklickt und dann haben wir den Kram da. Aber zurück geht das. Jetzt geht's. Keine Ahnung. Ich erkläre es mir irgendwann anders mal. Ja, ich will drei Truhen von dem Zeug. Das ist so geil, Alter. Ich will drei Truhen von dem Zeug konstant haben. Geil. Das nimmt uns gerade richtig viel Arbeit ab. So. Weil ich denke, dass wir, wenn wir für irgendwas mal irgendwie Cobblestone brauchen oder so, warum auch immer, dann haben wir jetzt immer drei Truhen konstant da. Aber alles andere werde ich einfach wegschmeißen, weil jetzt im Ernst, noch mehr Cobblestone brauchen wir dann echt nicht. So, genau, drei Truhen voll mit Cobblestone. Perfekt. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. So, hier ist leer, hier ist leer, hier ist leer. Hier, was haben wir da? Was ist der Shortcut für Move All? More Options. Dann bla bla. Move Everything. Left Control. Nee, das ist Space Punkt Klick. Okay. Tatsache. Funktioniert ja richtig geil. Wir fangen jetzt einfach nebendran an und machen hier unten nur Erde hin. Genau. Jetzt holen wir uns mal schnell den Rest aus der Truhe. Boah, ist das cool, hey. Die machen uns gerade echt das Leben leicht. Dann machen wir Truhe da drüber nur Kies. So. Und ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen komplexer. Jetzt müssen wir uns ein bisschen was überlegen, wie wir weitermachen. Was machen wir hier alles rein? Marmor auf jeden Fall. Das Zeug. Noch mehr Marmor. Erde können wir von mir aus auch noch reinmachen. Ich will nur. Eigentlich will ich da kein Holz reinmachen, aber. Es wäre natürlich cool, wenn wir dann hier mit die Blöcke. Ach, ich mache hier einfach den ganzen Rest rein, was man so hat. Und versuche das mal zu sortieren. Geht das irgendwie auf? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das machen wir. Weil dann haben wir nämlich hier Kabel, Erde, Kies und hier den ganzen anderen Kram. So, und damit sind die Truhen hier leer. Ach nee, wir haben ja noch eine hier oben. Ach, die ist auch leer. Okay. Sehr gut.
Dann können wir jetzt mit der Axt, die hier drüben irgendwo liegen müsste. So. Können wir jetzt anfangen. Diese hier sind jetzt leer. Genau die hier wegzuschlagen. Und die hier alle wegzuschlagen. Und können dann die neu ordnen. Ey, richtig, richtig cool, wirklich. So. Guck mal. Weil jetzt können wir nämlich auch mit Clean Stone. Das heißt, nee, wir räumen jetzt erstmal hier auf, bevor wir hier irgendwas zumachen. Ist es wirklich noch die Frage? Ich glaube, ich mache hier oben doch nur Marmor und Basalt und so rein und benutze nochmal eine Reihe. Weil ich habe ja jetzt hier nochmal String kriegt eine eigene Chest. Genauso wie der ganze Grünkram kriegt eine eigene Chest. Ja, aber wir benutzen nochmal einen Dinger. Mhm, doch. Das machen wir. Wir haben hier genug Platz. Wir müssen hier nicht geizen. Hoffe ich einfach mal. Das heißt, wir lassen Marmor und Basalt hier. Nehmen Holz mit. Nehmen Glas mit. Erde können wir wirklich hier drin lassen. Erde, finde ich, gehört hier hin. Der Brick von mir ist auch noch, aber so Sachen gehören da nicht rein. Das sieht jetzt auch, das sieht besser aus, ja. Gut, dann machen wir hier eine reine Holzchest. Und machen hier so eine, ja, so Crafted Chest. Weißt du, so Sachen, wie man eben, weißt du, so einfach Items, was so Items sind, aber wie die irgendwo nirgendwo hinbekommen. Weil dann haben wir nämlich drei Reihen. Dann haben wir hier nochmal das Holz, haben hier den Kram. Das heißt, Holz machen wir oben hin. Und machen hier unten eine Ruhe mit nur Cleanstone. Das ist nämlich jetzt die da drüben. Da könnten wir jetzt sogar, wenn wir lustig wären, eine automatische Cleanstone-Produktion, also den Kram, den wir hier haben, stellen wir einfach da hinten hin. Und der kommt dann, wird dann automatisch gefüllt, die Truhe. Das ist, glaube ich, noch cooler. Schade, dass es in der 1.4 noch keine Comparator gab. Weil ansonsten könnte man eine automatische Produktion laufen. Das hört man jetzt aber wirklich in der Aufnahme. Oh, Entschuldigung. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit hier so riesen Lärm haben. Weil dann können wir hier eine automatische Produktion, könnten wir dann hier dran laufen lassen. Aber das ist so natürlich nicht möglich. Oder Leute, gibt es irgendeine Möglichkeit, gibt es sowas schon? Denn vielleicht durch Advanced Redstone-Dinger, Red Power da, durch den Mod, dass man sowas schon machen kann. Weil dann könnten wir zum Beispiel diese Truhe hier abfragen und sollte hier mal kein Signal, also sollte nicht voll sein, wird automatisch was angeworfen. Das wäre so eine Möglichkeit, was man da draus machen könnte. Bin mal gespannt, ob ihr da was wisst. So, also, die passt soweit. Dann haben wir hier drei Reihen voll. Jetzt müssen wir mal schnell durchweg was essen. Ah, schön knuspern hier. Also, Cobblestone, Kies und andere Materialien, Cleanstone, Random Items und Holz. Das passt so. Was haben wir noch nicht aussortiert? Wir haben die drei Truhen noch. Also erstmal den Kram hier. Da können wir auch schon vieles bereits einsortieren mit unserer Ordnung. Und zwar das hier und das hier. Und die Chests eigentlich auch. Die gehören nämlich auch hier rein. Das Schild, das ist so eine Sache. Das kommt hier eigentlich nicht rein. Das ist kein Block zum Bauen. So, die ist leer. Dann nehmen wir mal erst hier alles mit. Boah, das passt wieder auf den Block. Das ist krass. Die drei sind voll, die drei brauchen wir für Items, also fangen wir hier an, machen den ganzen String hier rein, und hier machen wir die ganzen Seeds rein. Die Frage, ja, wir machen das echt so. So, das ist alles, weil die ganzen Grünkram, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, cooler wäre es, wenn das ganz oben wäre, also halt, stopp, zurück, hier. Das hier ist alles Grünkram. Ich nenne es jetzt einfach Grünkram. Ich habe das, glaube ich, in meinem eigenen Let's Play auch immer Grünkram genannt, weil das so naheliegend ist. Das ist sogar das gehört eigentlich da rein, Scrap. Weil dann können nämlich in die mittlere Dinger, wenn wir hier unten Mob-Drops reinmachen, das wäre jetzt nämlich der nächste Schritt, wenn ich diese mittlere Truhe jetzt noch ausräume. Ja, wieder leer. Dann können wir nämlich hier unten Mob-Drops reinlegen. Mob-Drop, Mob-Drop, Mob-Mob, Mob-Drop, Mob-Drop, WTF. Das sind alles Mob-Drops. Haben wir noch so irgendwas in Richtung Mob-Drop? Nö. Dann können wir hier so normale Drops wie Leder und Eier reinlegen. Und hier oben haben wir die Natursachen. So, und jetzt haben wir noch hier eine Reihe frei für so, naja, also hier unten mache ich jetzt mal Werkzeuge rein. Werkzeuge und Rüstung. Hier kommen so normale Items rein wie Schilder und Feuerzeug und so ein Kram.
Und was kommt oben rein? Ja, das ist eine gute Frage. Wir lassen das jetzt einfach mal hier so offen, weil uns wird garantiert noch irgendwas Blödes einfallen dafür. Gut, dann können wir diese Reihe hier auch abholzen. Es geht gut voran, Leute. Also das ist wirklich... Jetzt haben wir eigentlich schon den ganzen Kram hier einsortiert. Wir müssen noch irgendwas für Essen überlegen. Das ist wahr. Das werden wir machen, sobald wir den ganzen Kram hier weg haben. Ich glaube nämlich, dass ich einfach... Ah, vielleicht haben wir hier noch irgendwas, was man da jetzt einordnen könnte. Boah, die lasse ich jetzt einfach mal zur Seite. Da gucken wir dann mal, ob wir damit zurechtkommen. Genau, die Reihe haben wir, die Reihe haben wir, die Reihe haben wir noch offen. Genau. Was wir da reinmachen, habe ich jetzt tatsächlich noch keine Idee. Aber das ist auch gar nicht schlimm, wenn wir noch nicht alles vergeben haben. Haben wir hinten noch Chests, die ausgeräumt werden müssen? Nee, das ist alles soweit fertig. Das Ding lasse ich mal hier noch stehen. Das wird nämlich nachher nach da hinten transportiert werden, sobald hier zu ist. Das ist aber momentan noch nicht der Fall. Ich nehme jetzt erstmal Cleanstone und 6 Eisen. Da kann ich jetzt gleich schon mal gucken, ob das System hier funktioniert. Eisen haben wir da hinten. Und zwar hier unten. 6 Eisen haben wir gerade noch. Glück gehabt. Dann brauchen wir noch einen Hebel. Hebel ist technisch, also ist hier drin. Oder auch nicht. Vielleicht hatte ich den vorhin im Inventar, dann ist er hier drin. Ja, hier ist er. Weil ich möchte hier schnell so einen auf Maschinenraum machen. Ich meine, jetzt sind wir ja wirklich soweit. Jetzt können wir hier endlich mal zubauen. Das heißt, dieser Raum erstrahlt jetzt gleich in seiner vollen Pracht zum ersten Mal. Wenn hier 3 Truhen sind, dann ist hier eigentlich der beste Weg, um reinzugehen. Genau, richtig schön mittig. Da setzen wir noch eine Fackel drüber, die wir nicht haben. YOLO. Und einen Hebel nebendran. Ja, und so langsam sieht das auch richtig geil hier drin aus. Das ist schon fast wohnlich. Wer jetzt sich wundert, warum ist hier kein Bett und so weiter. Ja, für sowas habe ich ja nachher noch meinen Marmorturm oben stehen. Hier kommt dann nachher noch der andere Furnace rein. Hier haben wir den ganzen Kram hier. Und hier hinten dran haben wir dann den Maschinenraum, wo die ganze Maschinerie steht, die wir benötigen. Das, das kann man so machen. Also, wie viel haben wir noch Zeit? Noch ein kleines bisschen. Wirklich die Frage, wo machen wir die ganze Nahrung hin? Könnte man natürlich hier reinlegen, bin ich aber ein bisschen blöd, weil Nahrung braucht man wiederum so oft. Ich glaube, da werde ich die Iron Chest nutzen. Oder was haben wir denn noch so für Chests? Vielleicht kann man irgendeine, die noch irgendwie cool aussieht. Bronze Chest, Gold Chest. Na, ich weiß nicht, ich bin von allem gerade nicht so begeistert. Hungry Chests. Was ist das denn bitte? Hab ich nie gesehen. Genauso wie Steel Chest Blade, aber das lassen wir mal beiseite. Vielleicht lassen wir auch gerade das Ding hier so stehen. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und machen danach eine Nahrung rein. Gut, dann räume ich mal schnell den ganzen Kram hier ein. Warte. Zack, Shortcuts, hey. Ich liebe sie gerade irgendwie ein bisschen. Können wir irgendwas wegwerfen aus dem Inventar gerade raus? Ja, die Fackeln. Dann räume ich mal schnell hier auf. Natürlich noch ohne Ordnung. Hier kommen dann nachher noch schöne Sachen hin. Das kommt hier rein. So Bildchen und so weiter, ne? Man kennt das an die Seiten. Was haben wir noch? Obsidian ist eigentlich so ein Material, was hier oben rein gehört. Erde kommt in die untere rein. Das ist blöd. Na, das ist noch blöder. Wenn wir da nichts zum Abbauen haben, ist das noch dummer. Das müsste eigentlich hier umgeordnet sein. Das ist blöd. Ah ne, machen wir so. Machen wir so. Nein! Nein! So, so. So, so, ich probiere noch, Moment, gleich haben wir es. So, und jetzt noch den. So ordnen wir mit vollem Inventar um, Leute. Jetzt haben wir nämlich hier die Ordnung ein bisschen aufgehübscht. Jetzt können wir hier endlich die Erde reinhauen. Cleanstone ist dann diese Truhe hier. Was haben wir noch? Fackeln. Fackeln ist wieder so eine Sache. Die gehört eigentlich hier rein, aber der gönne ich jetzt einfach mal in eine eigene Truhe. Oder nee, sie gehört hier rein. Fackeln, Essen, wie gesagt, ist noch offen. Sticky Resin. Oder Sticky Resin, je nachdem, wie man es aussprechen will. Das ist auch wieder so eine Problemfrage. Setzen wir da eine eigene Chest für auf? Ist eigentlich Naturmittel, aber das gehört hier eigentlich nicht mit rein. Das kommt hier oben mit rein. Ja. Dann haben wir hier Schilder. Geothermalgenerator gehört hier nicht rein. Ich nehme jetzt einfach mal die ganzen Werkzeuge, die ich so mit mir rumtrage, hau die auch hier rein.
Buckets zum Beispiel ist auch so eine Sache, die gehört hier mit rein. You Matter, das habt ihr gerade gar nichts zu suchen. You Matter gehört eigentlich da drüben rein. Da kümmern wir uns gleich drum. Technisch, das ist ein Hebel. Haben wir noch irgendwas Technisches? Ja. Dann haben wir noch. Ja, also diese Ordnung ist echt gut. Also wenn ich mich da ein bisschen dran gewöhnt habe, werde ich mich da auch schneller reinfinden. Schneller reinfinden, werde ich auch einfach besser mit klarkommen. Das gehört hier rein. Und es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir so eine Ordnung hier haben, weil ganz im Ernst, hier war so langsam wirklich das Chaos hoch 10. Bisschen blöd ist es mit den längeren Wegen zu den Saves, aber das ist, glaube ich, auch notwendig. Und wir kommen hier von allem schnell hin und sobald wir die Yu-Yu Matter-Schuhe haben, Yu-Yu Matter sage ich schon, die anderen Schuhe halt, dann ist es auch kein Problem mehr, hier an die einzelnen Sachen ranzukommen. Na, sieht, da habe ich auf den ersten Versuch schon das Richtige getroffen. So, Pfeile sind Mob-Drops. Können die unten rein. Was haben wir noch? Fleisch. Machen wir noch hier rein. Den Minium Stone. Der ist eigentlich, keine Ahnung, der ist weder technisch noch sonst irgendwas. Yu-Yu Matter können wir hier nicht brauchen. Kommt hier rein. Haben wir da überhaupt Platz für? Nee. So. Dann haben wir noch Rubber. Das kommt in die obere Truhe hier rein. Nein, diese hier. Sticks. Sticks ist demnach ein Produkt, was hier in die mittlere reinkommt. Ja, ich weiß, es ist momentan noch wirklich Chaos, aber das wird noch wesentlich besser werden, sobald wir mit der Ordnung hier ein bisschen klarkommen. Das ist die größte Ordnung, die ich bis jetzt habe. Die ist, wow, die haut richtig rein, die ist richtig geordnet, diese Ordnung. Was laber ich eigentlich für einen Käse? Da haben wir nämlich jetzt hier die Nahrungstruhe. So, das will ich noch ganz schnell fertig kriegen in diesem Part. Zack. Warum sind bitte Repeater bei mir bei der Nahrung? Alter, was esse ich zu Mittag? Die gehören ja mal 10-mal nicht da rein. Ist sonst noch irgendwas? Eier gehören ja auch nicht rein. Aber wenigstens der Rest gehört hier so rein. Eier sind nämlich ein Mob-Drop, auch wenn es irgendwie ein bisschen Richtung Nahrung geht, aber trotzdem. Und der Kram gehört hier rein. Okay, die Chest können wir abbauen. Werkzeug ist in dieser Truhe, nein, in dieser Truhe. Diese Chest können wir abbauen. Die Yu-Yu Matter Chest lassen wir mal noch. Diese Chest passt. Den Safe können wir dann auch bei Gelegenheit abbauen. Mhm. Ich mach mal noch schnell die Yu-Yu Matter Chest kaputt. Weil ich weiß nicht, ob ich dafür... Vielleicht werde ich mir sogar in den Safe Yu-Yu Matter reinlegen. Weil wir werden natürlich mehr Yu-Yu Matter produzieren, als wir brauchen. Wenn wir hier Erze, 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 Erze haben. Und hier drüben Technik und Technik. Können wir eigentlich hier Yu-Yu Matter reinlegen. Weißt du, einfach ein Safe Yu-Yu Matter, dass falls irgendwann mal uns die Bude brennt oder sowas oder die ganze Welt hochgebombt wird, dass wir genug Rohstoff haben, um uns die Sachen zu craften, die wir brauchen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich nützliche Idee. Dann können wir nämlich diese Chest auch mitnehmen. So, das würde ich sagen, das reicht jetzt aber für diesen Part. Wieder viel zu viel gemacht. Im nächsten Part werden wir mit der Ordnung fertig und können dann anfangen, die Maschinen zu verkabeln. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und das Schwein ist meiner Meinung. Ansonsten wird es erschlagen. Tschüss.